Hallo zusammen, hier ist der Drill und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem Format Freundliche Solo-Q-Mates mit Skins beschenken bzw. belohnen. Counter-Strike ist derzeit in einem desaströsen Zustand. Wir können kein Match mehr onstream spielen, ohne achtmal aus der Lobby gekickt zu werden. Das Spiel hat Bugs, die es vor Jahren nicht gab. Es gibt Cheater ohne Ende. Die Leute, mit denen man spielt, werden auch immer komischer. Also es ist wirklich schlimm im Moment. Von Valve hört man währenddessen leider rein gar nichts, aber es gibt da draußen noch welche. Es gibt noch normale Spieler, die nicht hacken. Es gibt Leute, die freundlich sind und mit denen man auch in der Solo-Queue spielen kann. Ihr seht, ich habe meinen Wingman-Rang verloren. So lange habe ich keinen Wingman mehr gespielt und das möchte ich mir heute zum Anlass nehmen und mal wieder 5 Solo-Queues im Wingman spielen, um hoffentlich die globale Elite wieder zurückzubekommen und hoffe auf freundliche Teammates. Requirements für einen Teammate ist, er muss einfach freundlich mit mir sein und kommunizieren, vielleicht auf meine Ansagen hören oder selber welche machen, ein paar Ideen einbringen, also das was man eigentlich tun sollte, wenn man in einer Solo-Queue spielt. Und unabhängig davon, ob das Game ein Win oder Loss wird, wenn diese Kriterien erfüllt sind, möchte ich mich bei dem Mitspieler bedanken, indem er einen Skin von mir bekommt. Ganz traditionell war das immer eine AK Redline in Field Tested Condition. Da habe ich auch noch einige von, wie ihr hier seht. In der letzten Folge war es aber so, dass 3 von den 5 Leuten schon einen AK-Skin hatten oder sogar genau diese AK Redline hatten. Deswegen hatte ich nochmal ein paar andere Skins besorgt, wie hier eine M4 Decimator, Cyber Security, AWP Fever Dream, USP Monster Mashup. Einfach Skins in ungefähr derselben Preisrange. Ich glaube, die Redline ist mittlerweile bei 15 bis 20 Euro. Ich werde jetzt 5 Solo-Q-Wingman spielen und wir schauen mal, wie viele Skins heute wieder den Besitzer wechseln. Die Suche läuft. Ich habe heute habe ich einen kleinen Stolperstein noch in den Weg geschmissen. Und zwar habe ich mir ein Profil erstellt, beziehungsweise ich spiele auf meinem Main-Account, aber ich habe den so umgebaut, dass man sich leicht getriggert. Nani? Wo wir gerade beim Thema waren. Dass man sich leicht getriggert fühlen könnte. Und zwar habe ich heute Kilian, also Nalik, als Avatar drin. Da wäre ich an erster Stelle schon mal tilt, wenn ich das sehe. Dazu habe ich auch noch einen kleinen Hinweis darauf gegeben, dass man sich freundlich mir gegenüber verhalten sollte. Ich habe mich genannt Be Nice to Me. Und wir werden mal sehen, ob der ein oder andere schon direkt reinflammt, wenn er dieses Profilbild sieht. Oder ob die sich sagen, ey, das ist ein netter kleiner Junge. Wir spielen einfach. Es ist Train. Haben wir das letzte Mal nicht auch mit Train angefangen? Ich werde Maps, die wir schon gespielt haben, rausnehmen. Aber es ist wieder Train, okay. Aber beim ersten Mal, wo wir das Format gemacht haben, hatte ich auf Train den geilsten Mate aller Zeiten. Und ich glaube, beim letzten Mal war der Mate sogar auch nice. Wir schauen mal rein. Ich calle, dass heute 3 der 5 Skins dem Besitzer wechseln. Ihr könnt ja mal eure Prediction jetzt auch kurz in die Kommentare schreiben. Das hilft dem Kanal enorm. Vielen Dank an jeden, der kurz einen Kommentar schreibt oder eine Bewertung da lässt. Das hilft noch mehr. Wir spielen mit Aros unterstrich. Profil sieht gut aus. Check mal kurz die Location. Der kommt aus Polen. Und das war auch auf Train, wo ich den geilen Mate hatte und der war auch ein Pole. Da habe ich mir noch gemerkt, Hallo heißt Tschech auf Polnisch. Das werde ich gleich mal wieder droppen. Aber ihr kennt die Regeln, niemals im Warm-Up schon Hallo sagen, erst in der Beitime. Der will meine AWP sehen. Ja. You like? Der inspected so rein gerade. Berry. Wenn meinem Teammate die Skins auch so gefallen, dann wird das ein gutes Match. Nein! Und der zweite Gegner ist einfach Scream. They talk about my one taps. Es ist der echte Scream im Smurf aus der Türkei. Los geht's. Tschech. Hallo? Hallo. Tschech, Tschech. That's the only Polish I can speak. That's fine. I can understand. And Kurva. Ah, okay. Okay, der klingt schon mal nett. Brown Train? And Ivy? Oh, der klingt schon richtig nett. Yep. Woo! Sick. Thank you. I'm not good on Train. Do you have any strats? Not at all, but it's a wing one that we don't have to play like tryhards. Okay. Ich glaube, die erste Redline ist weg. This is my first game today, so. Yeah, same. Do you have smokes? Yes, what? I can smoke. Okay. Der hat sogar Smokes, Mann. Die ersten 20 Euro sind wieder weg. Oh, he's close. He's pushing. Okay, komm, ich habe die erste Runde geklatscht. Jetzt musst du. Boah. Let's try. Okay. Electric. Nice. Ivy. Stop sign. My signal. Eagle hit. Nice. What are your matchmaking and wingman ranks? Both.
for Supreme. Nice. Ich glaube, das haben wir. Der redet, der klingt schon ultra freundlich. Ich werde gleich mal fragen, wo der herkommt, weil der spricht wirklich so. Der spricht wirklich richtig gutes Englisch auch. Sagt, er kommt aus Krakau oder Warschau. Green Train, Lloyd, spiel behind Smog. Wow. I think you can buy and I will play the deagle again. Such nice skins, by the way. Thank you. Are you from Krakow or Warsaw? Middle of Poland, it's named Łódź. Never heard. I've been in Katowice 2 years ago. At the major. One is Ivy. Ivy? Ivy dead, last aside. He's minus deagle, minus 44. Nice. Let's go. I can smoke con for you if you want. Ja, geil, der bietet an. Der bietet richtig an. Still AWP, one is Ivy, one is side again. Oh, I didn't saw him. Maybe we just rush out main and go electric. Okay, let's go. Smoked off. E-Box schon. Side one. Dead. And Ivy off. I lost the one. What? Oh. Alter, was war das denn? So crazy. Ja. Was war das denn für ein Shot? Nick Nitro. Okay, 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 okay. Ivy again. Let's try. We got this. This is how first game looks like. It's not my day. Ah, it's. I think it's easy to hold city side. Okay, Nick Nitro, ich habe gerade nachgeguckt, der hat 8,5k Stunden. Der AWP fliegt, der war trotzdem insane. What the hell, ey? War, glaube ich, einer der Top 50 Shots, die ich kassiert habe von der AWE. Nice, good job. So, geht man dann jetzt auf die Scout? What are you gonna buy? Okay, I will buy Scout, I think. Mit SMGs in der zweiten Runde habe ich nie gute Erfahrungen gemacht auf Train. Ja, yeah, I hit one. Oh, one is close. Minus 80. Oh, wie kam der denn dahin? Ha, nice. Nice, nice, nice. Yeah, thank you. Okay, also der ist ja wohl Monster Safe. Wir werden das auch in der Folge wieder so machen, wenn jemand auf der Kippe steht, dann speichere ich mir das Steam-Profil ab und ihr entscheidet in den Kommentaren, ob der den Skin bekommen soll oder nicht. Aber ich glaube, hier bei Aros, da gibt es nichts zu diskutieren. Also wenn jeder Mitspieler so wäre wie Aros, dann wird CS ein wunderschönes Spiel. Nick Nitro ist aber drauf, oder was? 16 Jahre aus Israel, spielt eine Zoe-Maus, okay. Oh, he was quick out main one. Okay. Oh. No scope, headshot through smoke, okay. Okay, also Nick Nitro hat Face Level 10 auch noch. Der scheint einfach nur krass zu sein. Okay, okay, okay. Side somewhere, E-Box. I'm behind them. Nein, das Timing! Nice, good job. Geil. Oh, wenn ich eine Sekunde eher da bin, kann ich links rumswingen und hab den. Alter, was ist das für ein Typ? You was Bob? Ja, vielleicht noch ein Draw. Oder Wingman ging bis 8-8 oder ein Team hat 9 Runden. Der drückt nur Headshots. Was hat er für eine Headshot-Rate? 75%. No one Pop. Wir gehen doch jetzt nicht wirklich Ivy, das ist doch nicht wahr. On me. Ja. Schön. Nice, good job. Ein paar schöne Clutches hat er auch geholt. Jetzt muss ich auch nochmal was fertig machen. Bear main, one is main. One's out. Got him. He's also there, AWP. Main. Yes, nice. GG. Good job. Ja, thank you too. Nice. Geil, ey. Ich glaube, da muss überhaupt nicht diskutiert werden. Der war ja wohl sowas von mega safe. Und ich habe Supreme bekommen. Also ein D-Rank nach
Rank Loss. Vorher hatte ich Global und als ich das letzte Mal keinen Rang mehr hatte, hatte ich sofort wieder Global nach dem ersten Game. Also könnten wir heute vielleicht sogar auch globale Elite im Wingman wieder fertig machen. Okay, Aros hat mich direkt angenommen. Ich habe gerade beim Spielen gesehen, dass er zumindest einen Butterfly Knife Scorched schon mal hat. Okay, Steam scheint nicht zu funktionieren. Mein eigenes Inventar lädt, aber ich kann irgendwie von anderen Leuten keins aufrufen. Vielleicht kann ich das nachher nochmal zeigen, wenn es wieder geht. Aber ich werde ihm jetzt einfach den Skin schenken, wenn das geht. Wir probieren es mal. Send a Trade Offer. Und wir ziehen dem eine schöne Arca Redline rein. Weil der so nett war, suchen wir vielleicht sogar mal eine raus, die noch ein paar Sticker hat. Der hat einen Hellraiser's Cologne 14. Der hat ganz viele. Oh, hier. Der kommt aus Polen. Der wird ja wohl Virtus Pro und Pascha Bizeps mögen, oder? Ziehen wir dem die hier rein. Okay, ich habe ihm geschrieben, thanks for the nice game, this one is for you. Das ist wieder freundliche Spieler heute belohnen und dass ich hoffe, dass er die mag als polischer, als Pole, weil Pascha drauf ist. Geil, okay. Aber der hat es vollkommen verdient, der war ja Monster safe. Nice, okay. Eins von eins, freundlicher Mate. Wir machen weiter. Nächstes Match. Auf Lake. Ich spiele mit Bella Cola. Der hat aber sowas von auch absolut rein gar nichts auf dem Profil. Ich hoffe, der fängt nicht an, sich zu drehen. Der kommt aus Belarus. Da kann ich auch Privet und Dosvedanje sagen. Und wir spielen gegen Elfi und Quad. Der hat auch absolut nichts auf dem Profil. Okay, ich bin gespannt. Eigentlich, wir spielen hier auf Supreme und... Oh, ich ahne Böses. Okay, wir schauen mal. Hello. Hello, hello. What's up? Privet. Privet. Okay, ah, das hilft schon. Wenn du wenigstens nur Hallo in den Muttersprachen sagen kannst, dann ist das gut. Du what up? Second also? Ja. Last. Oh, 18-4. What's your rank? Supreme. Nice. Okay. Wie spielt man denn Lake am besten? Eigentlich musst du doch auf... Oh nein. Oh, und ich komme nicht zum Fenster rein. Oh my god. All good. Sorry. Aber er redet auch schon mal. Alles gut. Oh, he's inside. He's above you. Der ist Tür rein und hochgelaufen, kacke. Ich dachte, dass Bella Cola das sehen könnte von seiner Pose aus. Da hockt er. Oh, jawohl. Oh, unlucky. Unlucky. Shit, wo komme ich denn schnell hin, ohne dass sie mich sofort ablehnen können? Oh, shit. One car, one... Was, the water oder ab hier? Yeah. Hm. Kacke, ey. Mann, Lake ist aber auch kein Counter-Strike. Ich glaube, wir haben schon ziemlich reingeschissen. Eigentlich ist das eine T-Map, aber ich habe halt keine Ahnung, wie man die spielt. Ich spiele also Lake. Wenn ich normal Wingman mit Felix oder suche, dann ist Lake nie im Pool. Oh, ja, I scout, below you. Scouted. Nice. He's outside. Outside. Don't pick. I hit him with scout. Oh. Nice. Let's go. Nice. Skins. Thank you. Maybe water one VP. It's T-Spawn. Okay. I hit him. Maybe water. Och man, kann ich denn hier nicht den scheiß Stein hoch, Mann? Oh Gott, bin ich low. Oh mein Gott, bin ich nur unglaublich low! Das musst du rausschneiden, Moritz. Moritz, das musst du rausschneiden. Oder schneid so, dass wenigstens krass aussah, wie der mir gegeben hat. I can drop one for you. Oh mein Gott, ist der Gegner krank. Was ein Shot. Ja, jetzt rum. Und hoch. Hast 10 HP. Ach shit, der könnte halt echt überall sein. Nice. I will go outside and try to flank. I think they are not gonna think that I do this. Kann eigentlich niemals einer raffen, dass ich einen kompletten Outside-Push mache. Ah doch, Elfi hat es vollkommen auf dem Schirm. Nice. Boah, ich bin so verloren auf dieser Map. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Oder wo man hier deckt. Oh, thank you. No problem. Nice. Do you have any plans? Ah, yeah. Just rush?
No, okay, go, go. Behind me. Nice, geil. Schön. Oh, da lasse ich mich auch gut carrying gerade. Behind. What are you shooting? Low HP, low HP. Nice. Ist in front of me. Ach Mann! Das ist doch kein Counter-Strike hier. Ja, oh ja. Unlucky. Nice. Ist sie? Let's go. Nice, good job. Okay, komm, auf geht's. One is inside. Oh wait, I'm coming. Water maybe. Oh. Yeah, he opened the door. Oh, du kleiner Timelackner Arsch! Was sie down? Nice. Okay, Mate ist aber auch safe. Der redet, der called, der hat mehr Raff von der Map als ich. Das sieht gut aus bis jetzt. Nice. Behind. I'm always there. Oh. Down. Nice. Let's go. Wow. Nice, good job. Bye, friends. Good game. Der war auch nice. Ich dachte erst, der hätte an bei seinem Profil. Aber der war nett und hat kommuniziert. Gucken wir mal, ob der mich auch annimmt. Der hat mich auch angenommen. Schauen wir mal, was der im Inventar hat. Der hat, na gut, auf dem Account hat er fast nichts vorbei. Warte mal. XM Blue Steel Lay Collection. Da sind doch schon ein paar ältere auch dabei, oder? Schon etwas ältere Skins, oder nicht? So, aber da der ja gar nichts hat, wird er sich über eine Redline freuen, denke ich. Deswegen ziehen wir dem auch einfach eine rein. Schauen wir mal, ob der gleich was schreibt. Dem habe ich jetzt auch geschrieben. Das ist für dich, mein Freund. Ich belohne heute freundliche Spieler. Dank fürs Game und ich hoffe, du hast einen guten Tag. Aros hatte gerade noch geschrieben, ob ich ein Scam bin. Vielleicht hat er deswegen das Trade-Offer noch nicht angenommen. So, ich habe Aros auch nochmal das Video geschickt vom letzten Mal, dass er sich versichern kann, dass ich kein Scammer bin, hoffentlich. Bela hat das Offer bekommen, der hat noch nichts geschrieben, hat auch noch keiner angenommen. Wir suchen das nächste Match. Ich hoffe nochmal auf Guard oder Elysion. Die werde ich wirklich vermissen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mal schreiben, aber ich habe sie tatsächlich selten gespielt während dieser Operation. Aber ich fand sowohl Elysion als auch Guard zwei ziemlich coole neue Maps im Wingman-Mode, die wir jetzt während der Operation spielen konnten. Die haben mir beide richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen noch eine von den beiden heute. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal im Matchmaking sehen dürfen. Cobblestone. Oh, das könnte vielleicht jetzt auch Rank-Up-Game sein, glaube ich. Ich glaube, auf Wingman auf Global zu kommen, ist wirklich nicht so schwer. Also ich würde mich wundern, wenn wir heute wirklich 5 Stück gewinnen sollten. Ich würde mich wundern, wenn danach nicht der Ball steht. Okay, Gegner sehen seriös aus. Mal schauen, wen ich bekomme. Ich kriege Bosidar da Boga. Der kommt auch aus Polen. Der hat einen YouTube-Channel sogar. 9 Abonnenten, kein Video. Aber Polnisch können wir ja. Cześć. Hello? Hello. Cześć. Siema. Let's go. Wir gehen mal direkt auf Gesicht. Um. Behind side. Let's go. You are from Poland, right? Yeah. Where exactly? Katowice, Krakow, Warschau. Ich glaube, der denkt, ich will ihm eine Wäsche. Das war okay, wenn das nicht beantwortet. Low HP. Good night. Nein. Oh Gott im Himmel! Der braucht einen Hit! Oh. Ach du Heiliger. Mein Gott. Let's maybe try and rush drop. Oh Gott. Oh, die war es nicht. Watch out. Ja. Staircase? Fuck! Nein! Oh! Nice, good job. Also nochmal zum Verständnis. Die Leute, die das erste Mal nicht sehen. Wenn der Sohn nur weiter so sporadisch weiter kommuniziert, ist das vollkommen fein. Ne? Der muss nicht mir sein ganzes Leben erzählen, wo er herkommt, wie seine Adresse ist. Wir müssen wirklich nur callen und kommunizieren. Mehr will ich eigentlich nicht. Du hast behind Cube. Stairs. Wenn der mitspielt, auf Ansagen hört oder selber welche macht und halt Calls gibt, dann ist das vollkommen okay. Ah, Molo war geil. Nice. Good job. I need drop. Thank you.
Manchmal, wenn ich mal Offstream gespielt habe, mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Aber früher, wenn du so mal Wingman schlicht daddeln wolltest, da hat es auch manchmal einfach keinen Bock zu daddeln. Nicht zu daddeln, aber nicht zu quatschen. Da wolltest du dann halt einfach nur ein bisschen chillig spielen und Calls geben reicht halt vollkommen, das passt. Kobe. Nice. What's your rank in Wingman? Supreme. Nice. And matchmaking? Legendary Eagle. Okay. Call einfach mal, was einer Chicken ist. Einer ist Treppe. Eine dicke Nate gefangen. Ich habe neue Skins. Stone. Nice. Ich glaube, das ist schon Rank Up hier nach. Das wäre doppelt geil. Oh, behind, behind. Was? Wie geht der denn rein? Nice. Er hat mehr Frags als ich, aber so beim Aiming siehst du schon, dass es nicht global ist. Wait, do we wanna play? I can play drop if you want. Yeah, I'm gonna go staircase. Drop minus 70 HP. Boah. Ein Bodyhit reicht. Hat ihn sogar getroffen. Long, both. I'm behind. Do you have a flash? No, I don't have. Okay. Was der? Minus 79. Nice. Do you want AK or M4A1S? AK. Okay. Ich backstabbe nochmal. Nice. Thank you. Bro, how much are your skins? I'm not sure. You have a bunch of knives and AKs. Nice. Yeah. My grandpa gave it to me. Oh, okay. GG. Good game. Oh, schon mal gucken. Ich drück mal extra nicht drauf. Ich will gucken, ob es der Rank-Up schon ist. Nee, noch immer nicht. Okay. Aber der war auch nice. 3 von 3 coole Mates. Thanks for the game. I'm rewarding nice and friendly players today. So this one is for you. Weil er schon so gefragt hat, dass ich gute Skins hätte, gehe ich davon aus, dass der vielleicht selber nicht so krasse Skins hat. Der hat gar keinen AK-Skin. Der hat gar keinen AK-Skin. Ja, let's go. Dann wird er sich hoffentlich darüber freuen. Hope you like this one. Mal schauen, ob wir von dem eine Reaktion kriegen. Ich glaube, Bela Cola, der ist gerade im Grind. Cool. Also, ein Belarus-Guide, der sehr nett war. 2 Polen, die nett waren. 3 von 3. Bis jetzt läuft. 3-mal gewonnen. Ne, 1-mal Draw. 2-mal gewonnen. Der Rank-Up könnte noch stehen. Nächste Map ist Vertigo. Die macht Bock im Wingman, finde ich. Wir spielen gegen Ploxa9, der ganz, ganz böse wird, glaube ich. Bungie hat auch nichts auf dem Profil. Mein Mate ist der Host. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den beiden Jungs hier. Ploxa ist Anna aus der Russian Federation. Hat 390 Stunden CSGO. 3,3 Stunden CS 1.6. 70 Freunde, aber... Hello. Hello, hello, brother. What's up? Good, yeah. Also, where are you from? Belarus, Oh, привет, привет. Привет, привет, brother. Как ты, братишка? I'm reloading. Two guys, two. One bullet. No! Let's try, bro. Thank you. Ah, da macht er den Move, ey. Scheiße. Und der klingt auch wieder freundlich. Mann! Wieder Minusgeschäft mit dem Video. Shit. Die Redlines werden immer teurer. Als wir angefangen haben mit der Serie, waren die bei 12 Euro. Jetzt kostet die schon fast 20. 100 Euro. Aber trotzdem fühlt sich gut an. Mal ein paar nette Mails auch zu finden. Warte. He's close. Right. Minus 40. Right behind the wall. Nice. Boom. Boom, shot. Sollte doch eigentlich ein easy B-Take sein. Behind side. Er hat eine M4 schon, shit. Behind double box. Ja. Nice. We can take a drop now. Thank you. Mann, heute läuft's. Jeder redet. Also bis jetzt. Der 5. kommt ja noch. Aber jeder redet. Ich bin mir bei dem auch schon sicher, dass er nicht wegtilten wird. Der klingt erstmal korrekt. Hä, hey, wo war der? Von wo hat er mich denn geneift? Ich dachte, er wäre hier in der Ecke gewesen. Wie konnte er mich knifen? Adam, what the? Nice. Easy win. Yep. What are your ranks? I have no rank. It's
old. I don't know how to explain, sorry. Inactivity thing, right? Yeah, inactivity. But I have 10 level face. Oh, nice. Die Face Level 10. Okay, dann bin ich mir sicher, dass wir es holen. Oh, wow, lol. One-way smoke. One-way smoke on B. Fucking flesh. Do you want to try the run boost up there? Yeah, let's try. Okay. Haben wir das schon mal gemacht mit dem Solo-Mate? Okay, you just run here, yeah? First jump. And let's go. Got it. Aha, Luca. I think he saw me. Ah, Plox haben mit nichts auf dem Profil, hast auf dem Schirm, du. Der hat's echt gut auf dem Schirm, der Kollege. I forget how to play, because last half of year I play only Danger Zone. Oh, I also play a lot of Danger Zone. What's your rank? There I was hold, now I have... Oh, you're holding Alpha? I used to be also. But you cannot get holding Alpha anymore. Too many cheaters. It's fucking unreal. Ich frage mich, ob wir den vielleicht mal zufällig in einer Danger Zone getroffen haben. Boxes, nice. Second on site. Nice. Nice, bro. Aber auch Will Face ist Level 10, der ein halbes Jahr nur Danger Zone gespielt hat. Do you also miss Jungle, the map? Danger Zone Map? Yeah, fuck, it was amazing map, bro. Yeah. Fucking hell, it was the perfect map. Yeah, the best map. What do you think about Frostbite? Yeah, fuck, piece of shit. I don't like it for Frostbite. I think there are too many houses where people can camp and the loot is weird. Boah, einen neuen Freund direkt gefunden, ey. Sogar der random Wingman-Mate sagt, Jungle war die beste Map, warum haben die rausgenommen? One's middle. Both. Nice. Geiler Gamer, ey. Let's go! Oh, they're on site. Second guy also. Default Lloyd Spiel, I think. Nice. Geil. Let's go. Ah, der ist wirklich richtig gut. Der drückt. Come down. One on me. Fuck, I was blind. 70 HP. Pushing. Nice. Perfect play, bro. Perfect. Oh, komm Spot, oder? I saw one guy. Okay. One more. What the hell? Luca, Versuch mal ein Play. Versuch mal da offensiv durchzupushen. Vielleicht habe ich Glück und da ist keiner. One more. Nice. Boah, der ist krass mit Pistolen, Alter. Wahrscheinlich auch hier, weil die immer zu zweit kamen. Nice. Ooh, thanks for game, bro. Good game. Thank you. Nice. Ey, 4 von 4 und alle ultra nett und freundlich und haben geredet. Und zum Teil sogar geile Drücker. Der hat mich hinzugefügt gerade. Ah, ihr seht es gerade gar nicht. Der hat mir gerade einen Friend-Invite geschickt. So, also Host hat mir gerade einen Invite geschickt. Bela Cola hat geantwortet. Do you want to give it to me? Thank you very much. Yes. Little present for you. Host. Was hat der auf dem Profil? Der hat natürlich Skins. Hat der auch keine AK? Wie bescheuert? AWP M4. Farmers Galil. Der hat für alles irgendwas außer einen AK-Skin? Oder bin ich gerade bescheuert? Der hat keinen AK-Skin, oder? Lol, what the fuck? Ja, passt ja perfekt. Let's go. Thanks for the game. Schreibe ich hier mal dasselbe, dass ich Friendly Players rewarde. Hope you like this one. Okay, wir sind bei 4 gespielten Matches, 4 mega geile Mates, alle nett, alle freundlich. Wir haben den Rank-Up noch nicht, was mich wundert. Ich würde vermuten, wenn ich das letzte jetzt noch gewinnen sollte, dass das der Rank-Up sein könnte. Jawohl, ey. Und nochmal Short das zum Abschluss. Das kann eigentlich nur gut werden. Jetzt nochmal einen, der wenigstens nur callt. Der muss nicht mit mir reden. Einfach nur callen. Ich sag, ich spiele jetzt gegen Cheater. Oder ich habe einen Cheater im Team. Huxi. Plus Vibe Huxi. Hakai. Huxi kommt aus Dänemark. Ja, aus Dänemark kommen eigentlich auch nur Drücker. Ich glaube, das wird gut. So, Stunde der Wahrheit. Ich versuche mich mal besonders freundlich vorzustellen. Hello. So ein bisschen Demut hatte ich gerade in der Stimme. Habt ihr gehört? Hello? Oh oh. Oh nein, oder? Nicht im letzten. Let's go. Are you okay? Hello. What's up?
I had my microphone on mute. What the fuck, man? You have like what? No, I had my, because I was playing on a community server with like 5 people, so I had to disable voice communication. Ah, okay. One's back there. Oh, sorry. How much did you think of? The knife? The P90. Oh, the P90. Oh, I don't know. I think I bought it for 200 or 300, but I think it's worth more now. It's factory new. Oh, I think it's like 2K or something. I don't know. I'm not sure if it is anymore. Die waren nämlich mal ultra teuer, aber seit es den Set-Track Trade-Up, 5 HP, aber seit es den, mal kleiner Exkurs, Stat-Track P90 Emerald Dragon ist deshalb so krass, weil die aus der Bravo Collection kommt und in Factory New gibt es sie nur zwischen Float 0,069 und 0,07. Deswegen war die so krass und früher konnte man Trade-Up-Contracts noch nicht mit Stat-Track-Waffen machen und deswegen hat man die nur aus Kisten gezogen bekommen und weil die Float-Value-Range so klein war, war der unglaublich krass, der Skin. Aber als dann der Stat-Track-Trade-Up-Contract dazu kam, konntest du die halt auch aus dem Trade-Up bekommen, die Waffe. Und dann ist der Preis natürlich rapide gedroppt, weil Leute sich die Waffe halt craften konnten quasi. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie teuer die Stat-Track Emerald Dragon noch ist, weil ich die schon Ewigkeiten habe. Vielleicht spare ich mal auf die Dragon Lord durch und gucke, ob ich da eine Reaktion noch bekomme. What the? We are gonna win easy. You can buy if you want, I will play scout. I'm holding outside. Scout hit. Hit. Oh, ramp. Wie war der nicht drauf? Also wie war das kein Hit? Der war mitten auf dem Körper. Okay, Aim Punch, gut, schön und gut, aber der war clean mitten drauf. Nice try. Ein bisschen früher raus, der Scout. Der kann noch nicht durch sein, oder? Oh shit. Ich you have 600k subs? What the fuck? Yeah, but my channel is dead. It is? Yeah, I haven't uploaded in 2 years or so. But still, 600k? Oh. Da hat gerade mein englischen Kanal entdeckt. Yeah, only in German nowadays though. Nice. Oh. I lost the password for my YouTube channel, so I couldn't upload anymore. Wow. Yeah, it sucked. Get it back? I cannot get it back now. That's unlocked. Behind. Wow. Ja, okay. Die Moon Nike. You're kinda rich, man. Like, your skin's holy. Yeah, thank you. It's from the good old YouTube days when I still had money. I had to find a job now. It sucks. Wow, I'm so bad. He's holding with AWP. So good. Thank you. Wait, you have a Doppler? Yeah. How much was the knife? I think 4K or so nowadays. Holy shit, man. YouTube was running good back in the day, man. I also cannot sell the skins anymore. I'm trade banned. Oh. You're so good, man. Can I add you or are you not adding people? I can add you for a short time. Okay. Good. So like, are you streaming every day in German? Yeah, pretty much, yeah. Wir werden vielleicht im Twitch-Chat mal sehen. Ja, I'm smoking. Müsste er eigentlich. Long haul. Minus 70. Nice. Nice, good job. Thank you. Ey, 5 von 5 heute. Ey, heute ist aber ganz schön was an Skins rausgegangen dann. Can you drop? Yeah, you want to take it? Yeah. Thank you. I have a nice skin, look at that. Das ist sein AK-Skin. Das trifft sich ja sehr gut. Ja. Oh. Ah. Ist K? Oh, da hättest du durchlegen können. Nice. Oh, man. Geil. AK Empress. Oh, nice. I had an Empress, but yeah, I sold that too. Why did you sell it? To get the operation. Ah. I'm already in pro. Na gut, aber das hat er ja wieder zurück. Outside. Back here. He's hurt. Let's go. What the fuck? You have a. Is that a ruby bayonet? No, slaughter. Oh! Bayonet slaughter! Oh, der kriegt eine Bombe. Nice, good game. So, let's go. Jetzt Global Rank up. Das wäre das perfekte Video. Noch immer nicht? Okay.
Dann wissen wir ja, wo wir nächstes Mal weitermachen. Okay, ja, ich hätte gedacht, dass das Globe ist. Egal, aber war trotzdem sehr, sehr nice. Dem schicken wir jetzt noch die Skins rüber eben. Host hat mir geantwortet. Thank you so much, Bro. Der hat mir auch einen Trade-Offer geschickt. Was schickt der mir denn? Host schickt mir ein paar Sticker zurück. Von den RMR-Stickern. Lol. Was ein Ehrenmann. Was ist das für ein geiles, ey? Einfach tauschen. Er kriegt eine Redline und ich krieg ein paar Sachen zurück. So, und dann haben wir noch Huzi. Uxi. Da ist er. Confirm. Und der kriegt jetzt auch noch eine Redline. Dann sind wir 5 Redlines losgeworden. Der hat erzählt, er hat seine verkauft, seine Empress, weil er sich einen Operation Pass holen wollte. Der wird sich dann hoffentlich auch freuen. Haben wir noch eine mit dem Sticker vielleicht? Hier, Stalking Prey. Da hat er jetzt auch wieder eine AK zum Spielen. Geil. Wenn euch das gefallen hat und ihr da gerne mehr von sehen würdet, dann lasst gerne einen Kommentar da und eine Bewertung. Vielen, vielen Dank an jeden, der es macht. Wie immer, das hilft dem Kanal wirklich enorm, wenn ihr euch die 2 Sekunden nehmt. Und wenn das nach wie vor so gut ankommt wie die letzten, dann werden wir da zeitnah wieder eine Folge machen und mal schauen, ob es dann für die globale Elite reicht. Later! Trying to aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine Aim.